Hallo und herzlich willkommen. Heute im fast Sonntag. Naja, für ins Spiel sind wir Sonntag, in allen anderen sind wir heute erst bei Freitag. Wir haben Busse verkauft, wir haben. Halt, stopp. Tagwechsel, genau. Morgen ist Montag. Gut, das klappt auch noch ohne Probleme. Jetzt sollen wir ganz kurz gucken, ob die Gelenkbusse auch die Gelenkbuslinien haben. Ja. Ja. Sonntag, Zeitsprung. So viel los ist ja wahrscheinlich nicht. Aber wenn das Bild kurz stehen bleibt. Immer klar, gut, 8000 zu 18.000 ist auch jetzt nicht so schlecht, aber. Naja. Sonst, was ist sonst noch so Neues? Ja, unser Rasenmäher ist zur Inspektion, steht gerade bei meiner Firma. Weiß Samstag, da erzählen wir noch. Ein, zwei Lager und so will ich jetzt noch mit neu machen. Da warte ich jetzt drauf, dass ich die bekomme. Beziehungsweise, was heißt bekomme, dass ich denke, die kommt Dienstag. Aber Dienstag ist ja zusammenstecken und für dich dann einmal vernünftig abwaschen mit dem Hochdruckreiniger und dann sieht das ganz gut aus. Was ich mir aber auch überlegt habe, ist, lacht noch, ich habe jetzt schon mal nach einem neuen geguckt. Wir haben gestern Abend auch so mit der Nachbarschaft zusammen ein bisschen gequatscht und ein bisschen hier und ein bisschen da und dann kam das auch im Gespräch, weil aktuell alle irgendwie dabei sind, seinen Rasenmähern wieder fertig zu machen. Da Inspektion, hier schön, da ein bisschen Farbe dran, Motorölwechsel und was man eigentlich sonst auch so alles so macht. Ja, und unser Rasenmäher ist jetzt auch von 2005, also auch schon ein, zwei, drei Tage älter und eigentlich wird das Zeit, hätte ich mal so langsam gesagt. Jetzt habe ich einen Rasenmäher gefunden, der ist moderner, der ist neuer, ist kein John Deere, obwohl ich in der John Deere Vertragswerkstatt arbeite, aber das ist vielleicht auch einfach ein bisschen zu teuer, muss man ja sagen, wie es ist. Und ich da einen gefunden, der ist von der Schnittbreite, von der Leistung, genauso wie unser, halt einfach nur vom Baujahr 23. Der ist halt jünger, der könnte halt jetzt wieder 10, 20 Jahre machen. Ist natürlich nur die Frage, macht man das oder macht man das nicht, oder wie macht man das überhaupt, lohnt sich das? Das ist halt alles von der Sache. Unser hat jetzt vor ein paar Jahren ein neues Matic gekriegt. Letzten Winter hat es einen neuen Motor gegeben. Theoretisch den Motor, den kannst du wieder verkaufen. Da kriegst du wahrscheinlich auch noch einen Taui für, denke ich mal. Der ist ja noch so gut wie neu. Der lief jetzt letztes Jahr. Was läuft der im Jahr? Ich hätte jetzt gesagt, keine 50 Stunden. Hat seine Ölwechselintervalle gekriegt. Alles bekommen, was der so braucht. Sind noch die erste Luftfilter ist noch drin. Die ersten Zündkerzen sind noch drin. Immer frischen Benzin gekriegt und alles. Aber so allgemein, so die Grundsubstanz, die wird ja von so einem Rasenmäher pro Jahr auch nicht immer unbedingt besser. Und dann bei uns mit unseren Flächen, wir haben ja auch zu mähen, haben wir sicherlich über 2.500 Quadratmeter, die dann da, wenn es gut läuft, alle zwei Wochen, sonst jede Woche gemäht werden müssen. Also das heißt, du mähst dann im Jahr 30 Stunden, jede Woche gut eine Stunde oder so, bei uns in Flächen. Und ja, wie gesagt, man müsste ein paar Reifen machen, ein paar Reifen müssten neu, die Achse müsste man vielleicht mal schweißen, glaube ich, wenn man Langeweile hat, könnte man oder müsste man das vielleicht mal machen. Und so Kleinigkeiten, halt der Motor, den denkt man, den könntest du noch ganz gut verkaufen. Ich denke, der ganze Rasenmäher, den kannst du noch ganz gut verkaufen, wenn er für den ganzen Rasenmäher, weiß nicht, noch 1500 Euro kriegst, bar auf die Hand. Dann wäre ich da jetzt nicht abgeneigt, zu sagen, hier komm, weg damit. Ich habe jetzt auch das Getriebe losgenommen, weil ich da eigentlich einen Defekt vermutet hatte vom Außensehen, also vom Sehen her.
Ist aber nicht. Der ist leider, wie gesagt, nur äußerlich der Fall. Auf der Welle von den Antriebsrädern sitzen so Distanzblöcke drauf. Und die Distanzplätze habe ich gedacht, dass die Achse sich verschoben hat, weil die Distanzblöcke weiter aus dem Motor rausgeguckt haben oder aus dem Getriebe rausgeguckt haben. Die Distanzblöcke kann man aber einfach per Hammerschlag ein bisschen nach links und rechts schieben. Das heißt, die werden sich dann über die Jahre, wenn da nicht jedes Jahr genau drunter guckst, werden die sich ein bisschen verschoben haben. Das habe ich jetzt gedacht, deswegen habe ich das komplette Getriebe losgenommen. Im Getriebe ist aber alles supi. Jetzt mache ich die zwei Simmerringe vom Getriebe noch neu. Dann ist das alles super. Hier brauchen wir länger. Okay, neueste Fehler. Von früher an dafür länger. Okay, das geht alles. Ja, schon 10. Aber erst dann ab nächste Woche, weil das sind ja die ganzen Dingslinien. Gesagt, wir haben 100. Den hat mein Opa noch gekauft, 2005. 2005 ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Der wird dann dieses Jahr 18. Ja, der ist volljährig. Dieser hat jetzt über 300 Stunden gemäht. Und 300 Stunden für so ein Rasenmäher ist schon nicht schlecht. Wir haben Kundenrasenmäher bei uns in der Firma. Die sind nach 100 Stunden, 120, 150 Stunden so die Fritte. Die kannst dann getrost in den Müll schmeißen. Die kannst dann wirklich nur, wenn noch so ein Pole kommt, der ein bisschen sein LKW voll haben möchte, der dir dafür 100 Euro gibt, wenn es gut läuft, den kannst du dann da auf. Kannst du auf den Stapler setzen und auf deinem Anhänger drauf werfen, dann kannst du froh sein, dass der weg ist. Hätte ich gesagt. Vielleicht müsste man das einfach mal mit der ganzen Familie kommunizieren. Dann sagt ja, komm, jetzt oder nie. Müsste man vielleicht gucken, ob man für den Alten sagt, komm hier, Ersatzteilspender, wer was haben will. Nimmt sich was. Zum Beispiel der Motor ist noch gut. Den Motor würde ich sogar, wenn der Motor wirklich noch einigermaßen das Geld bringt, was der uns mal gekostet hat, dann würde ich den sofort, denke ich mal, wieder abgeben. Weil auf den Rasenmäher, den ich kaufen würde, ist der gleiche identische Motor drauf. Theoretisch. Für den Anfang nicht so schlecht. Boah, jetzt müssen wir die 5 wieder anpassen, weil denen da irgendwas nicht passt. Jolle Gack. Theoretisch könnte man halt, wenn man diese Nachricht kriegt, dann weiß man ganz schnell, wenn das sich nicht ganz schnell ändert ist, dann fliegt der Plan da ganz schnell wieder raus. Helfende Idee. Alter Vater.
So. Da oben mal hintüdeln, da. Besser. Wenn das jetzt auch nicht mehr erfolgreich wird, dann weiß ich es auch so langsam nicht mehr, glaube ich. Einbahnstraße. Okay, das geht. Zumindest etwas.
das jetzt alles nochmal verteilt haben hier, dann hoffe ich, dass das läuft. Langsam geben mir nämlich dann auch langsam die Ideen aus, was ich mit der Onkalklinie noch machen kann. Dass das läuft. Ich hoffe ja jetzt ganz schnell, dass die ganz schnell relativ gut angenommen wird. Aber ich glaube einfach, dass der Punkt Martinsried da unten einfach verkehrt ist. Für einen vernünftigen Fahrplan. Glaube ich. Meine Vermutung. Planen wir da direkt schon ein bisschen mehr Zeit überall ein. Brauchen wir so oder so. Sogar auf ähnliche Zeiten, hätte ich gesagt. Gut, aber ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen nach dieser sensationellen Umbauphase heute. Hoffe ich jetzt mal, dass diese Linie jetzt wieder hier oben ein bisschen mehr und besserem Equipment. Ich hoffe, das läuft. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, danke. Tschüss.